Geld. Dieses Geld in unserem bestehenden Geldsystem und seit längerer Zeit ist Schuldgeld von seiner Erzeugung an, setzt es andere in die Schuld. Nur so kommt es in den Kreislauf. Wenn nun das Sozialprodukt wächst, braucht es auch eine wachsende Geldmenge. Und eine wachsende Geldmenge geht in diesem Schuldengeldsystem nur so herzustellen, indem wachsende Schulden, wachsende Verschuldung entsteht. Nehmen wir ein Beispiel. Federal Reserve gibt dem Staat aus dem Nichts geschöpftes Geld, also im amerikanischen Staat. Dafür nimmt die Fed herein eine Forderung gegenüber dem Staat, nämlich diese Schuld zu bedienen mit jährlichen Zinsen. Eigentlich müsste es auch irgendwann mal getilgt werden. Jedenfalls ist der Staat jetzt in der Schuld. Der Staat gibt dieses Geld aus, dadurch kommt es als Staatsausgaben, Aufträge für dies und jenes, auch für Rüstung, kommt es dann in den Wirtschaftskreislauf rein. Das bedeutet, das, was aus der Sicht der Zentralbank als eine Forderung und als ein Aktivum erscheint, als Grundlage des Geldes, ist auf der anderen Seite die Staatsschuld. Das ist so absurd. Es braucht für die wachsende Versorgung mit Geld wachsende Verschuldung. Und wie gesagt, die treibt irgendwann mal und unvermeidlich wachsende Zinslasten hervor und irgendwann mal unvermeidlich den Zusammenbruch der Schuldner oder den Verzicht der Gläubiger oder irgendwelche Entwertungen, wo die Forderungen der Gläubiger ja entwertet werden. Da gibt es auch verschiedene Formen, wo das möglich ist. Es braucht letztendlich die krisenhafte Entladung. Nun kann man sagen, ja, warum hat das keiner gemerkt? In den ersten Jahrzehnten nach dem Neustart eines Geldsystems tritt das überhaupt nicht an die Oberfläche, weil es relativ geringe Beträge sind. Man kann ganz grob sagen, um 50 Jahre, 5 Jahrzehnte, ist keine Naturkonstante, aber so in der Größenordnung, muss das immer gravierender werden. Diese Spannungen zwischen dem, was die Gläubiger fordern, auch vom Staat und von den anderen Schuldnern, und dem, was die Schuldner zahlen können, diese Spannungen müssen immer größer werden. Und dann müssen sie irgendwann lösen. Wo dann praktisch Geld und Schuld verschwinden, auf irgendeine Art und Weise. Ja, entwertet werden. Entwertet werden. Wobei es dann nur noch eine Frage ist, in welcher Form geschieht das? Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben, ausgehend von einer Zentralbank, die ein gesetzliches Zahlungsmittel schöpft, erstmal einfach diese Noten drucken kann oder diese Noten zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel dem Staat oder wem auch immer, in den USA zumindest. Und allein damit dieses Geld zur Verfügung steht, muss diesem Geld auf der anderen Seite eine Schuld entgegenstehen. Ja. Heißt es, wenn es keine Schuldner gibt, gibt es auch kein Geld? Ja, in diesem System. In diesem System. In diesem System. Es wäre auch völlig illusorisch zu glauben, wenn die Schuldner mal ihre Schulden Berge abtragen würden, dann wäre das Problem gelöst. Nein, dann würde das Geld fehlen im Kreislauf. Also wir stellen uns ja manchmal vor, okay, alle sind Unternehmen, Privatleute, der Staat, alle sind hochverschuldet und dann stellen wir uns manchmal vor, wenn bloß diese Verschuldung weg wäre und wir alle schuldenfrei wären, dann ging es uns allen viel besser. Ja, aber in dem System würde das System sogar zusammenbrechen. Ich will ein Beispiel nennen. Der amerikanische Staat hat unter Präsident Clinton mal ausnahmsweise die Staatsverschuldung nicht weiter gesteigert, sondern mal ein Stückchen abgebaut. Damit gab es ja hier eine Delle. Ja.
Und das war, ich denke, nicht zufällig die Zeit, wo jetzt die Gläubiger mit aller Gewalt versucht haben, andere Schuldner zu finden. Und das war dann dieses Reindrücken der Kredite in die privaten Haushalte, was dann die Immobilienkrise hervorgerufen hat. Wie gesagt, was ich vorhin angedeutet hatte, die dinglichen Sicherungen konnten gar nicht so mitwachsen. Es mussten sogenannte faule Kredite werden. Das ist systembedingt. Nicht, weil auf einmal einzelne Banker da irgendwo von der Gier befallen waren. Nein, wenn bei einer Gruppe der Schuldner eine Delle eintritt, wenn die sich nicht weiter verschulden oder gar sogar in Schuldenbergen Stückchen abbauen, dann müssen andere umso mehr in diese Lücke springen bzw. gedrängt und gedrückt werden. Und genau das ist geschehen. Das ist für mich auch ein Beleg dafür, dass es so etwas wie einen monetären Stauungsdruck gibt. Also irgendjemand wird sich verschulden müssen. Ja. Aufgrund der Gläubiger letztendlich, die immer mehr Geld- und Zinsforderungen haben. Irgendjemand muss sich verschulden. Wir brauchen also global über das Finanzsystem gesehen eine Netto-Neuverschuldung. Ja. Es ist also, wenn unser Finanzminister sagt, ja, wir müssen den Haushalt konsolidieren und wir müssen sparen und es gibt zu viele Ausgaben im Sozialen, es gibt zu viele Ausgaben für Bildung und für überall fehlt ja dieses Geld. Also wir zahlen jetzt Studiengebühren, nur ein Beispiel, wo zum Beispiel die KfW jetzt sogar die Zinsen erhöht hat für die Studentenkredite und es scheint überall Geld zu fehlen, aber letztendlich kommt dann doch wieder Geld und wir können den Banken für 400 Milliarden den Interbankenverkehr garantieren und wir können zum Teil Bankeigentümer werden. Der Staat kauft teilweise oder rekapitalisiert die Banken zum Teil. Da ist dann dieses Geld plötzlich wieder da und dann wird also wieder sich neu verschuldet. Versucht man jetzt im Moment den Staat als den Nachschuldner zu installieren, weil die anderen, also Unternehmen und Privatleute, weil die sich jetzt nicht mehr weiter verschulden wollen oder können? Versucht man das jetzt auf den Staat abzudrücken? Oder? Ja, das ist für mich ganz offensichtlich. Der Staat ist, und zwar jetzt in den letzten zwei Wochen, ja, unter unglaublichem Druck. Also was der amerikanische Kongress, was ihn anbelangt, was hier auch Bundestag, Bundesrat anlangt. Und unglaublichem Druck und Zeitdruck, aber auch massiven Druck von Seiten der Medien, ist der Staat in diese Rolle hineingedrängt worden, nämlich jetzt Haftungsrisiko zu übernehmen, beziehungsweise mit diesen Rettungspaketen dann auch zum Teil diese sogenannten faulen Kredite, eigentlich sind es faule Forderungen, aufzukaufen, das heißt ja letztendlich die Verluste zu übernehmen und so weiter. Das kostet Geld. Wo hat denn der Staat auf einmal Geld her? Während wir die ganzen letzten Jahre eben immer nur gehört haben, sparen, 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 kürzen, kürzen, kürzen. Ja, wo kommt das denn auf einmal her? Wo kann es herkommen? Erstens, der Staat muss sich eben jetzt doch entgegen all diesen Absichtserklärungen, hier auch von Finanzminister und Merkel und so, entgegen diesen Absichtserklärungen von wegen bis 2012 war es wohl angepeilt, Netto-Neuverschuldung von null, muss er sich jetzt noch mal mehr verschulden. Und deswegen ist das alles Makulatur, was man vor ein paar Wochen noch hier als hohes Ziel verkündet hat, wo ich schon gesagt habe, das wird nicht realisiert werden, es kann in dem System nicht realisiert werden, ist jetzt Makulatur. Jetzt sagt man, die Bedingungen haben sich verändert, wir hätten ja gerne einen ausgeglichenen Haushalt, Netto-Neuverschuldung von null, das heißt nicht etwa null Schulden, sondern der Schuldenberg auf gigantischem Niveau wächst nur nicht noch weiter. Das wird auch oft vermengt miteinander. Ja. Aber das ist alles auf einmal dahin. Ja. Und ich meine, wir haben ja vorher auch schon dringend eigentlich gebraucht, Gelder in verschiedenen Bereichen, Soziales, Bildung und was weiß ich. Aber da hieß es, es geht nicht. Es ist keins da. Ja. Wo kommt's jetzt her? Also wenn der Staat sich neu verschuldet, erstmal kann er dann Geld reinbuttern, aber er gerät noch tiefer in die Zinsabhängigkeit.
Übrigens genau gegenüber dem Bankensystem, letztendlich dem privaten Bankensystem zum erheblichen Teil.